Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Two Point Hospital, weiter in meiner Möglichkeit Labor. So, wir machen weiter. Erstmal lassen wir jetzt hier die Kosten abziehen. Und dann werden wir hier schon mal ein Update drauf klatschen als nächstes. Weil das ist ja die Hauptkrankheit, die wir ja hier sowieso haben. Unsere Handwerker sollten das eigentlich gut in den Griff bekommen. Lalala. Wir haben hier schon Stufe 2. Hier ist auch nicht Stufe 2 drauf. So. Instandhaltung der Apotheke erforderlich. So. Wird geupdatet. DNA ist dann gleich fertig. Dann könnten wir doch jetzt schon mal beigehen, befördern. Und diese Räume, Hausmeister Krause, lass mich mal in Ruhe. Können wir die Räume schon mal öffnen. Um. Gehen wir nochmal auf Personal. Nicht, dass da irgendeiner, ich glaube, da können aber wirklich auch nur die hin, die es gelernt haben, ne? Es wird nämlich schon gerufen nach den Leuten. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also das muss man ganz klar sagen, dass unsere DNA-Leute sind fertig. Jobliste. Und ja, genau. Also die beiden sollen dann auch wirklich nur dahin. So, dann haben wir das nämlich auch schon mal. Gut, dann haben wir gesagt, wir haben ein Problem mit Assistenten und 1, 2, 3. Die 3 sollen Diagnose bekommen. Da klauen wir uns einfach, keine Ahnung, am besten wäre ein Arzt. Und die 3, nein. Du und du, ihr sollt die Diagnosen bekommen. Kurs starten. Einmal dich anklicken. Jobliste. Nicht in der Apotheke. Nicht da. Nicht im Spritzenhaus. Sonst überall. Aber. So. Dann ist das nämlich auch schon mal erledigt. Das könnte alles ganz gut funktionieren so. Hier sitzt sogar schon jemand und da kommen die beiden Ärsche auch. Instandhaltung in der Forschung erforderlich. Und dann können wir hier auch mal beigehen. Und hier so ein kleines Getränkeparadies. Nehmen wir uns hier noch einen Snackautomat damit zu und einen Abfalleimer und Blümchen und Zeitschriftenständer. Da, da, da. Spielautomat. Fertig. 310 Tage ist er. Ja, dass er abkrepelt, das wundert mich nicht. Aber er ist als nächstes dran. Ja, hier geht natürlich jetzt auch so ein bisschen die Post ab. Das ist normal. Ich hoffe einfach, dass wir dadurch dann wirklich ein paar Leute haben, die dann da ein bisschen vorankommen. So, DNA haben wir. Der sagt die ganze Zeit Chirurgie. Keine Ahnung, muss ich dann auch wieder Ärzte für ausbilden. Ich bin aber so langsam der Meinung, dass ich unbedingt unsere Diagnose-Leute auch eigentlich mal eine Stufe 2 geben müsste. Ja. Das ist nämlich auch so eine gute Frage.
Na, hier hätte ich jetzt auf jeden Fall gerne schon mal zwei Hundehütte. Bitte zu warten. Die Hundehütte hätte ich gerne. Ich hoffe, dass ich die da reinkriege. Da bin ich mir nämlich gerade gar nicht mehr ganz so sicher. Doch. Nee, nicht so. 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 Dann setzen wir die da hin. Dann gibt es einen Tennisball, so einen Hocker, natürlich die Mülltonne, die altbekannte, eine Kaffeemaschine. Den Feuerlöscher, den Hydranten. Dann haben wir die nämlich auch schon. So. Danach nehmen wir uns wieder eine etwas größere Toilette vor. Wunderschön. Achtung, das wird schon. Das wird schon. Also bei der Allgemeinmedizin würde ich sagen, haben wir allgemein gerade gar keine Probleme. Da bin ich sogar der Meinung, wenn die sehr weit sind, könnten wir da sogar schon auf Stufe 3 gehen. Das kostet uns natürlich auch dann ein halbes Vermögen. Ne? Patientenpreis haben wir leider nicht bekommen, aber den Rest ja. Und das ist auf 2. Das ist immer noch Stufe 1. Dann kommt das jetzt auch auf 2. Und du bist dann auch der Nächste. Und du. So, fertig. Dann haben wir hier unten das Abteil nämlich fertig. Danach kommt der. Du, 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 du. Guck mal, der Hundilein, der geht hier ganz steil spazieren. So. Ja, das DNA bringt nämlich auch richtig Schotter. Das muss man ganz klar sagen. Alter, dass die hier so lange brauchen. Es sind 4 Leute, die einfach weg sind. Bam, bam, bam. Dann will ich überlegen, ob wir da mal bei. Warum geht es dir denn so dreckig? Also so bei manchen kann ich das noch nicht so ganz nachvollziehen, warum die so lange hier sind, weil ich sehe auch nicht, was der haben soll. Aber gut, ich denke, dass wir zu wenig Diagnosen haben. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Also das ist eindeutig, würde ich das schon fast sagen. Unsere Assistenten sind eigentlich alle fertig. Das finde ich auch schon mal ziemlich nice. So kommt man nämlich gut voran. Hier unten, das wird weggearbeitet. Hier oben ist gerade sowieso ein bisschen Stillstand.
Wir müssen mal gucken, was wir eigentlich noch benötigen. Flüssigkeitsanalyse haben wir nämlich auch noch nicht. Ein Röntgengerät haben wir nicht. Entleuchtungsklinik haben wir auch nicht. Töpferei. Aber das sind alles Behandlungen und keine Diagnosen. Also eigentlich würde uns nur die Flüssigkeitsanalyse was bringen. Habe ich echt Platz ohne Ende, ne? Hier kann ich mich gerade ein bisschen austoben. So. Wunderbar. Bin ich mal gespannt, ob das so ein bisschen was bringt. Updates werden gerade auf jeden Fall durchgeführt hier alle. Ja, normalerweise müsste man jetzt wirklich beigehen und sagen, okay, wir müssen jetzt zusehen, dass wir Diagnose 9, also Diagnose 2, so langsam auf die Leute drauf bekommen. Das wären 1. Ja, aber ich muss es bezahlen, ne? Es hat keiner. Also mal gucken. Finde ich okay, würde ich auch okay finden. Das würde ich okay finden, das, ja. Dann, was müssten wir bezahlen? Boah. Nein, will ich nicht. Instandhaltung, Mechaniker, Geisterjäger hätten wir auch 6 Stück, emotionale Intelligenz. Wir hätten 3 Leute für Allgemeinbildung, 2. Ja, dann seid ihr doch mal dran und dann machst du den Kurs und gut ist, weil da oben gerade eh so ein bisschen die tote Hose ist. Für die Flüssigkeitsanalyse wird ein Krankenpfleger benötigt. Sehen wir mal zu, dass die noch was oben drauf bekommen. Was macht meine Forschung eigentlich? Die Forschung löppt. Machen gerade Pause. Wieso zu viele Ärztestellen in der Arztpraxis? Also den Sinn kann ich gerade absolut nicht verstehen, weil hier ist überhaupt nichts los, finde ich. Also bis die Leute hier sind, dauert das echt ewig, ne? Guck mal, der fragt sich dann einfach aus und fühlt sich wieder wohl. Yeah, Samurai-Kämpfer, ich bin wieder der coole Mann von nebenan. Ich hoffe ja einfach, dass ich damit ein bisschen vorankomme. Er ist jetzt 233 Tage hier. Er hat die Aufnahme gemacht, allgemein. Dann ist er auf die Cardio gegangen, dann da, dann hier hin. Ja, durch die DNA wird es natürlich wahrscheinlich alles dann ein bisschen schneller gehen, ne? Was ich gerne auch auf Stufe 2 dann bald machen würde, gerne. Hoffen wir. Hier irgendwie doch kommen wirklich Leute. Okay. Also da wird dann auch wirklich nachgefragt. Hier, der zum Beispiel auch überall hin, aber nicht in die DNA und ohne die DNA konnten wir die Leute nicht heilen. Den haben wir geheilt dadurch. Also die DNA ist wirklich das A und O gerade, ne? Damit sollten wir auf jeden Fall unsere Heilungsrate wieder etwas höher bekommen. Hier unten hat sich das ein bisschen erholt dadurch. Ja, der ist abgekrepelt, der hat es leider nicht geschafft. Die 10.000 haben wir trotzdem verdient. Ja. Ich bin schon ein Arsch, ne? Ich weiß. So, was war mit dir? Du, Diagnose. Okay. Ich will noch mal ganz kurz was
was lesen. Ja. Wollen wir denn hier jemanden? So. Was ist verbessert die Diagnosekompetenz der Diagnose? Ja. Also wenn ich doch dieses hier da drauf lege, kriegt er dann noch mehr Diagnose? Das ist jetzt wirklich mal ernst gemeint, weil die Diagnosekompetenz wird dann erhöht. Es muss ja funktionieren. Alles, was Diagnose zu tun hat und wir haben Diagnose, wird es höhergekriegt. Nur die Diagnose hier hat nichts mit damit zu tun. Das haben wir ja auch herausgefunden. Also sind als nächstes, wenn die beiden einen Forschungsplatz hatten, bereit zur Weiterbildung? Du noch nicht. Gut, dann warten wir bei dir noch ein bisschen. Und dann seid ihr nämlich gleich die nächsten beiden. Ja. Weiterbildung abgeschlossen. Aber dann bist du schon mal dran mit Update und dann haben wir dich auch ein Update und du kriegst auch ein Update. So, dann haben wir schon mal drei Leute, die hier wieder das dicke, fette Update raushauen, ne? Aber das nämlich auch. So, jetzt gehen da oben die ganzen Ärzte wieder los. Hättest du denn gerne jetzt weiterbilden? Ja, dann sind halt mal die Mechaniker jetzt mal dran. Ich bin der Meinung aber, dass... Das bezahle ich aus meiner eigenen Tasche und die sechs kriegen alle Geisterjäger. So. Sage auch wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.